Hi Leute, willkommen in der 9. Folge von Grid Autosport. Wir sind zurück im Karrieremodus. Wir sind zurück in der Endurance Challenge von Pipercross. Und wir sind im zweiten Rennen. Letztes Mal gab es ja wirklich ordentlich auf die Mütze, ne? In Abu Dhabi. Da wurden wir richtig verjagt, aber so richtig. Gerade mal 14. Platz und heute mit dem Aston Martin soll es alles besser werden. Da geht es jetzt auf die Algarve Motorsportstrecke. Autodromo do Algarve in Portugal. So. Und jawohl, es gab einen Patch, der hat, der Patch hat anscheinend oder hoffentlich den Speicherbug gelöst, dass der Spielstand nicht mehr kaputt geht. Und erstmal stellen wir heute die Schwierigkeit mal auf sehr schwer, damit wir hier nochmal eine Schnitte haben. Mal gucken, wie das sich jetzt so fährt. Am Fahrzeugtuning könnten wir überlegen, das mit dem Hardware glaube ich schon ganz okay soweit. Ich überlege nochmal die Bremskraftverteilung nach vorne zu packen, dass wir ein bisschen mehr untersteuern, ein bisschen mehr Stabilität im Auto haben. Ich denke mal, dann kommen wir ganz gut klar heute. 8 Minuten geht's wieder hier. Und ja, unser Aston Martin wieder am Start. Ja, das ist, letzte Folge habe ich gesagt, das ist ein GT3-Wagen, das stimmt aber nicht so ganz. Ist tatsächlich ja das N24 Aston Martin Modell ist ein GT4-Fahrzeug. Deswegen ist es ja auch ein bisschen gemein hier, ne? Ist ja auch ein bisschen gemein hier, gegen die ganzen GT3-Autos zu fahren. Gut, egal. Wir sind auf Vergabestrecke. Wieder Nachtrennen, 8 Minuten Langstreckenrennen. Mal zunächst mal vorbeischieben hier unser Teamkollege. Dem können wir mal sagen, dass er mal ein bisschen Druck machen soll, dass der auch ein bisschen nach vorne kommt, dass wir hier Teampunkte auch sammeln, denn es gibt ja auch entsprechend Teamziele. Jetzt werden wir hier fast umgedreht. Eine Rückblende haben wir ja. So, Teamkollege. Oh, die sind aber ganz schön aggressiv hier, die Jungs. Die kennen wir so bisher noch gar nicht von Grid Autosport. Das ist eigentlich immer relativ zahm und nett. Kämpft aber trotzdem gut, aber hier sind sie jetzt wirklich mal sehr, sehr... Ah, guck mal hier, die ganze Zeit knallt's hier. So, Platz 10 zurück, ja, auf schwer wird's... Oh, guck mal, jetzt sticht er da rein, du, was ein Arsch. Also auf der Strecke hier mit den Autos, das ist ja gerade mal nicht so feierlich gewesen. So, schieben wir uns mal vorbei, was die können, können wir auch. Jetzt ein Mercedes vor uns. Sterne gehören an den Himmel, ne, nicht auf die Straße. Oh, jetzt gibt's wieder... Ganz böse Ärger von den Mercedes-Fans unter euch. Oh. Oh. Da vorne schon die Audi-Truppe. Das Siegermodell des 24-Stunden-Rennens von der Nordschleife hier. Der Phoenix Audi hat er gewonnen. René Rast. Auch unter anderem am Steuer, der jetzt auch ganz fleißig Project Cars-Videos macht. Zumindest immer so kleine Videos. Jetzt hat er sich dann auch mit Project Cars auf Spa-Francorchamps vorbereitet. Auf das 24-Stunden-Rennen, das ja auch bald ansteht. Oh, Vorsicht, Vorsicht, auch ein Aston Martin vom Monster Energy Racing Team jetzt vor uns. Und wir haben aber immer noch 6 Minuten Zeit. Jetzt im Moment Platz 8. Die KI hier relativ stark, trotzdem wir auf schwer runtergestellt haben. Wir sind ja auch von ganz hinten gestartet jetzt. Oh, das war, glaube ich, ein bisschen spät auf dem Bremspunkt. Ja, da kommen wir sehr weit raus. Können hier gerade noch den Wagen fangen. Da muss ich früher bremsen auf jeden Fall. Mich vielleicht auch ein bisschen in den Bremslichtern der KI-Kollegen hier orientieren. Da fast schon ein bisschen rein, aber ich glaube, der Wagen ist jetzt relativ gut abgestimmt. Er fährt sich sehr, sehr stabil. Noch ein Stückchen stabiler jetzt durch die Bremsverteilung als noch in Abu Dhabi. Aber trotzdem müssen wir auf die Hinterreifen achten. Dürfen hier nicht ganz so viel driften, nicht ganz so viel pushen. Das Ganze lieber sinnig, vorsichtig angehen. So, innen am Audi mal vorbeischieben. Vielleicht klappt's ja. Jetzt ist er innen. Jetzt sind wir gleich wieder innen. Ah, da kommen wir ein bisschen ran an sein Heck. Rutscht jetzt wieder ein bisschen zu viel. Das geht auf die Hinterreifen. Das geht auf die Hinterreifen. Die müssen hier auch durchhalten. Wir müssen die auch im Auge behalten. An der Algarve. So, gefährliche Kurve hier. Das ist ein bisschen so über so eine Kuppe schwer einzusehen. Eine der schwersten Kurven der Strecke auf jeden Fall. Kurve generell, Strecke generell relativ schwierig. Die Algarve-Clubstrecke hier, die Motorsportstrecke. Ich weiß gar nicht, was da so genau gefahren wird. Ich glaube, MotoGP könnte sein, ne? Bin mir gerade nicht ganz sicher, was da so alles an Motorsport-Events jährlich steigt. So, den Aston Martin haben wir mal gut abgeschnitten. Platz 6 jetzt. Oh, verpasse ich fast die Kurve. Jetzt vor uns noch ein Audi R8 und ein McLaren MP4 12C. So, ja, normalerweise müsste dann unser Aston Martin, ja weiß ich nicht, ob der jetzt unterpowered ist. Von der Leistung her, ich meine, bei Grid Autosport ist das sowieso... Oh.
Ne, das war jetzt da. Müssen wir die Rückblende ziehen, weil die Kurve kriege ich noch nicht so richtig auf die Kette. Wenn wir mit Fullspeed den Berg runterkommen. So, das lief doch mal wesentlich angenehmer. Müssen wir aufpassen, jetzt die nächsten Runden nochmal. Wir fahren hier nochmal mindestens zweimal vorbei. Immer noch, gerade mal Hälfte des Rennens jetzt, aber die Reifen jetzt tendenzmäßig sehen ja ganz gut aus. 58, wobei wir sind auch nicht ganz bei 4 Minuten. Und dürfen uns auch keine Fehler leisten. Zumal der Grip jetzt auch immer schlechter wird. Der wird jetzt nicht besser. Also vorsichtig fahren ist die Devise. Ja, schon beim Ausbeschleunigen merkt man es jetzt. Da will einen das Heck so ein bisschen überholen. Oh ja, oh ja, oh ja. Ganz, ganz schlecht gerade. Gut, wollen wir mal versuchen hier mit dem Razor-Team, mit dem Aston Martin, noch was nach Hause zu retten. Vielleicht noch den McLaren angreifen, aber richtig pushen will ich jetzt ehrlich gesagt ungern. Teamkollege ist auf Platz 11. Oh Gott, ist das ganz schlecht zu fahren jetzt mittlerweile. Richtig schlecht zu fahren. Ohne Fahrhilfen, das verlangt einem hier gerade alles ab. Schon beim Kurveneingang fängt er jetzt an zu schlittern. Manchmal ein bisschen. Ja, ein User schrieb, ob man nicht diese verschlechterten Reifen in jede Disziplin einbauen könnte. Ja, warum eigentlich nicht? Ist eigentlich ein ziemlich spannendes Element. Wobei ich finde, dass das schon so ganz okay ist, dass die anderen Rennen da mal ein bisschen, dass man da ein bisschen weniger drauf achten muss, dass man sich ein bisschen mehr aufs Rennen konzentrieren kann. Das ist ja nun ein kleines Element, dass wir extra diesen Modus eingebaut haben bei Endurance. Bei Touring Cars oder so gibt es das ja nicht mit den schlechter werdenden Reifen hinten. Nur bei diesen 8-Minuten-Rennen. Ja, das ist doch gut. Das ist die Hauptsache, weil wir hier gerade auf Platz 5 auch ganz gut auf dem Punktekurs sind. Aber finde ich aber nett, dass er so den Zwischenstand dann mal durchgibt. Wenn wir hier wirklich sehr, sehr vorsichtig fahren müssen. Jetzt müssen wir noch 2,5 Minuten durchhalten. Die Reifen werden von Kurve zu Kurve schlechter. Ein Tanz auf Eiern, keine Rückblende mehr. Haben ja nur eine. Ich bin vorsichtig, aber ich glaube, Gegner hinter einem zu lassen, ist ein bisschen einfacher als jetzt zu pushen. Zumal die ja eigentlich auch an schlechter werdenden Reifen leiden sollten. So, die Kurve ist gefährlich. Ja, du kannst echt nicht mehr einfach pushen, einfach auftreten. Du musst wirklich Halbgas fahren mit dem Lenkrad. Sehr, sehr geil umgesetzt. 32%, noch 1 Minute 47 Sekunden. Und der Sound, der finde ich auch gut bei den Wagen hier. Oh Gott, ist die Kurve. Die ist richtig fies jetzt. Aber die KI, die fährt auch nicht mehr so schnell. Der Audi hinter uns, wir haben ihn gerade gesehen. In der Dunkelheit hier. Seine Lichter verfolgen uns. Hoffentlich sticht er da nicht rein. Wir driften hier ganz stark zur Seite gerade. Noch 1 Minute 25 durchhalten. Ich habe das Gefühl, dass es langsam heller wird. Ne? Kommt am Horizont irgendwie so ein bisschen die Sonne durch? Nee, glaube ich, täusche mich. Ich glaube, einen Übergang oder dynamischen Tag-Nachtwechsel gibt es leider nicht. Das ist ja etwas, was es auch bei Formel 1 schon gab, mit in Abu Dhabi. So Leute, die letzte Minute bricht an. Jetzt kommt gleich wieder die fiese Start-Stil-Kurve. Ist das letzte Mal jetzt wahrscheinlich. Hier oben schon mal. Der Audi kommt da rechts und er schiebt sich da rein. Das gibt's doch gar nicht. Ich dachte schon, ich hätte genug dicht gemacht. So, kommen wir da nochmal ran. Jetzt bloß nicht hier die Übersicht verlieren. Bloß nicht zu viel pushen. Der Audi driftet aber auch hier ein bisschen. Guck mal hier, den kriegen wir. Tatsächlich hat er einen kleinen Fehler gemacht. Ist da ein bisschen weit rausgekommen. Hier driftet es jetzt auch. 30 Sekunden. Platz 5 wäre schon geil. Aber meine Herren. 1, 2, 3. Ganz vorsichtig. 24, 23, 22. Den GT4-Wagen hier. Aber es ist ja viel wichtiger, welche Teamziele man erreicht, als welche Gesamtplatzierung man da jetzt nach Hause fährt. Bleibt gerade. 5, 4. Aber nach vorne hin ein Riesenabstand, ne, zu Alex Code. Wir haben es geschafft. Hussala. Das war ein hartes Stück Arbeit, Leute. Event-Rivalen geschlagen, Teamwertung. Ja, das war die Saison tatsächlich jetzt schon. Meine Herren, so. Das ist die Fahrerwertung. Nach dem zweiten Event immerhin Platz 8, so die Mitte getroffen. Gut.
Razor Motorsport. Ja, wir sind vor Team Oakley geblieben. Und was sagen die Ziele? Oh je, nur ein einziges Ziel erreicht. Oh, das ist schwach. Aber gut, was sollen wir auch machen, ne? Gut, wir hätten jetzt wirklich perfekt fahren müssen hier, glaube ich, um die Ziele zu erreichen. Hier mit den 193, mit den 50 Kilometern. Das wird, glaube ich, relativ schwierig geworden. Gibt es jetzt noch ein Event? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, so. Ne, das ist schon das Ende der Saison. Tatsächlich können wir uns jetzt gleich eine neue Saison aussuchen. Ach, die gibt's nochmal, ja. Du hast alle Vorgaben erfüllt und den anderen Teams gezeigt, dass mit dir nicht zu spaßen. Guck mal, wir haben tatsächlich die Minimalziele gerade so erreicht. Alter Schwede, das war richtig knapp. Mit diesem fünften Platz tatsächlich die Ziele erreicht. Gut. Aber ich glaube wirklich tatsächlich, dass der Aston Martin dann ein bisschen schwächer war wahrscheinlich als die Konkurrenz. Wenn man, ja, keine Ahnung, kann ich jetzt schwer einschätzen. Wollte ich ja gerade sagen. Bei den Straßenautos, glaube ich, da ist ja auch der Subaru BRZ in der gleichen Klasse wie der 1 Series, der 1M Series von BMW, der natürlich 340 PS hat, der Subaru BRZ mit 200 PS, aber das ist, bei Good Autosport wird es nicht alles ganz genau genommen. So Leute, jetzt wollen wir mal gucken hier, was es mit der Grid Series auf sich hat. Da ist es wahrscheinlich eine Mischung aus vielen Sachen, gucken wir mal. Die wunderschönen Artworks, die Grid Series, so. Aha, ist noch gesperrt. Erreiche in allen Disziplinen Stufe 3. Dann können wir hier die dicken, fetten Trophies fahren. Grand Slam von Aibach. Im Moment noch nicht freigeschaltet. Gibt nur drei Events. Das ist natürlich, wow, Stufe 6 und Stufe 9. Also das sind die großen Sachen, auf die wir so ein bisschen hinarbeiten auch. Ja, Freunde, und da wir jetzt erstmal alles durch haben, fangen wir, würde ich sagen, von vorne wieder an. Ich habe auch richtig Lust jetzt mal auf Touring Cars, weil die sind auch einfach ein bisschen angenehmer zu fahren. So, im Piper Cross Touring Series, da haben wir hier den ersten Platz geholt. Jetzt geht's in die Aibach Touring Car League. Das sind drei Events mit einem Cup. Da habe ich jetzt auch Bock drauf. Wir machen das alles mal hier relativ strikt, relativ linear. Du hast letzte Saison alles richtig gemacht. Das hat dir einige Optionen eröffnet. Razor Motorsport hat dir ein Angebot gemacht. Guck mal, die haben weniger Erfahrung und überhaupt keine Tuning-Fähigkeiten. Das ist, finde ich, das allerschlechteste Team hier. Oakley, glaube ich, die sind die langsamsten mit Abstand. Deswegen werden wir wahrscheinlich wieder für Razor fahren. Da haben wir da unseren Fokus. Naja. Und ein Mini gibt's hier, ein kleiner Mini-Cup. Was hat denn hier das Oakley-Team im Angebot? Da fahren wir mit der Chevrolet und dem Cruise Touring Car. Auch ein Fronttriebler. Ich glaube, die nehmen sich nicht allzu viel. Jetzt könnte man sagen, da wir ja schon mal für Razor gefahren sind in dem Fokus, müsste man eigentlich auch mal für Oakley fahren. Mal sehen, was wir da reißen können mit dem Oakley, dem Motorsport-Team. Aber weniger Erfahrung. Teilweise deutlich weniger Erfahrung. Aber es gibt wahrscheinlich auch andere Ziele, ne? Sponsorenziele, gucken wir mal. Besiege beide Fahrer von Razor, erreiche das Ziel vor deinem Teamkollegen, ist alles machbar, beende Rennevent 3 Plätze höher als deine Startposition war. Das ist, klingt alles sehr machbar. Zunächst schon mal, was ist bei Razor mit den Zielen? Besiege Gabriel Moreau, werde 10. beende 2. Na, das ist ähnlich einfach eigentlich. Ach Mensch Leute, ja, eigentlich müssen wir für Razor fahren, das bringt einfach mehr. Schlage Emil. Mindestens Sechster werden, ist natürlich etwas schwieriger, aber dann machen wir Razor, komm. Razor ist ein bisschen, gibt es ein bisschen mehr Output, dann kommt es nicht aufs Auto an. So, Ford Focus mag ich sowieso sehr gerne. Ich bin auf die Strecken gespannt, die habe ich mir jetzt gar nicht angeguckt. Kommt gleich nochmal eine kleine Überraschung. Geht's los, Event 1 von 3. Brands Hatch GP-Strecke, Mensch, die ist uns doch durchaus bekannt. Jawohl. So. Er ist zurzeit gut in Form. Wir wollen vor ihm landen. So, BMW hier wieder. Natürlich mit den Raven Wests. Eieiei, das könnte heiter werden. Fahrzeugtuning überlege ich gerade. Das lassen wir erstmal so. Wir müssen erstmal gucken, ob wir da irgendwelche Bedürfnisse entwickeln im Laufe des ersten Rennens. Wir lassen das erstmal auf schwer. Und schauen mal, wie weit wir kommen. So, ich denke mal, auch hier wird ein Sieg sicherlich nicht so einfach sein. Also die KI auf sehr schwer ist wirklich nur schlagbar bei den Street Events. So. Du musst am Ende der Saison mindestens auf Rang 6 der Fahrerwertung stehen. Unser Focus ST aus der BTCC sieht man hier daran, dass er auch Rechtslenker ist. Der British Touring Car Championship. Eine der wahrscheinlich geilsten und knackigsten Serien der Welt. Passenderweise jetzt hier im Brands Hatch. So. Ich glaube, die Jungs fahren auch in Brands Hatch. Auf jeden Fall haben wir hier wieder ein bisschen mehr Spielraum, glaube ich auch. Können uns ein bisschen mehr anlehnen, ein bisschen mehr fighten als zuletzt bei dem Nachtrennen mit dem Aston Martin. Oh, Cusco.
Ja, einerseits natürlich wird es später noch schwieriger werden, andererseits wird man aber auch etwas bessere Teams, bessere Autos haben, die etwas höhere Teamfähigkeiten haben. Ich glaube, ganz viel geht hier auch über Setup tatsächlich. Oh, da überschlägt sich einer da vorne. Alter, der gelbe Kicker. Habe ich gerade vergessen zu schalten. Ob dieses Chaos... So, Platz 11 ist noch nicht das Gelbe vom Ei. Ich muss auf jeden Fall noch nach vorne gehen. Vierter Gang reicht hier aus, ja. Kann man ganz gut durchfahren. Dritter wäre zu tief gewesen. So, der BMW schenkt uns hier gerade nichts, glaube ich. Der ist immer noch direkt nebendran, jawohl. Direkt hier rechts daneben. Schiebt er mich hier fast um die Ecke. Jetzt haben wir ihn ein bisschen abgedrängt. So. Auf in Runde 2. Du fährst mit dem Hauptfeld mit. Ja. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Leute. Wir sind gerade noch auf Platz 10. Es ist wirklich knackig gerade. Zur Erinnerung, wir sind nicht mehr auf sehr schwer. Wir sind auf schwer. Wir müssen mehr Pace finden einfach. Jetzt ein ganz großes Feld vor uns. Wir müssen ja Platz 6 in der Fahrermeisterschaft schaffen. Also müssen uns hier ranhalten. Da was rausfahren. Natürlich ist es ein bisschen fies, dass wir so weit hinten starten immer. Ach ja, ich habe vergessen, das Qualifying zu fahren. Michel, bist doch selbst schuld, ne? Habe ich gerade echt nicht dran gedacht. Einfach auf Rennen gedrückt, da hätte man das Qualifying noch fahren können. Ah, naja, muss es jetzt mal ohne gehen. Aber einfach hier die Autos überholen ist nicht. Also so wie bei Grid 2 oder wie man das vielleicht auch bei Gran Turismo kennt. Einfach sich mal durchflügen, das ist hier harte Arbeit. So, und Leute, dieses Wochenende, oh, ist noch Rallycross in Schweden. Im Moment meine Lieblingsrennserie. World Rallycross. Ja, 600 PS Maschinen. Oh. So, Leute, letzte Runde. Gerade mal Platz 8. Nathan McCain ist ganz weit weg. Ganz weit weg. Rückblende haben wir noch. Oh, wir haben die schnellste Runde gefahren. Das heißt, wir sind ja wirklich gut unterwegs, aber... durch den Startplatz einfach zu viel Zeit verloren. Aber trotzdem jetzt sehr weit nach vorne gearbeitet. Durch den Qualifying-Verzicht. Ohne hätten wir wahrscheinlich vorne mitfighten können. Wir sehen es. Der Nathan McCain ist gar nicht mehr so weit weg. So, hier die richtige Linie finden. Am Liqui-Moly-Fokus hinten dran. Hier reinstechen. Ja, Wagen fährt sich gut. Also ich habe hier keinen Schieben, ich habe hier kein Übersteuern, ich habe hier ein sehr, sehr gutes Gefühl. Deswegen bleibt das Setup auch im zweiten Rennen wahrscheinlich so. So, hier ein bisschen schleifen lassen, den vierten Gang. Aber das trägt den Wagen ganz gut durch die Kurve. Ich finde, die Bäume sehen hier teilweise ein bisschen nicht ganz so gut aus. Also ich finde, Grid Autosport auf dem PC wirkt grafisch immer noch sehr, sehr gut. Also mir reicht das im Moment auch völlig aus. Es könnte natürlich noch immer ein bisschen... besser geht immer, ne? Aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Grid Autosport ist hässlich. Ich finde es noch zeitgemäß im Moment. Sicherlich sieht ein Forza 5 auf der Xbox One oder Project Cars natürlich nochmal einiges besser aus, aber ich finde, Grid Autosport hat einen sehr, sehr runden, einen sehr, sehr schönen Grafikstil. Und es reicht nur für Platz 5 in diesem Touring-Rennen hier. Cool, du bist vor deinem Event-Rivalen. Ja, immerhin. Also wir sind im Soll. Das kann man auf jeden Fall, glaube ich, sagen. Also, ja, da werfen wir nochmal einen kleinen Blick in die Wiederholung, den Start zumindest mal anschauen. Die erste Kurve war sehr, sehr interessant, da gab es relativ viel Gerangel und auch, glaube ich, relativ früh gleich einen Überschlag, aber das kam dann erst im zweiten Sektor. So, die Chevrolets, die cruisen hier, ja, ach Mensch, die Chevrolet Cruises, die cruisen, ja, wer hätte das gedacht. So, ganz viel Getümmel, da haben wir uns schon mal gut innen vorbeigeschoben, relativ viele Plätze anfangs schon gut gemacht, da sehen wir unseren Teamkollegen. Die wir vielleicht im nächsten Rennen mal auf aggressiv stellen sollten. So, weiter geht's. Event 1 von 3. Jetzt gibt's aber, glaube ich, noch ein zweites Rennen, oder? Oder war das jetzt ein plus 1 Events? Nee, haben wir noch ein zweites Rennen, noch den Rennsonntag nochmal. Gibt's nochmal Punkte. Hier gibt's jetzt kein Qualifying mehr, logischerweise. Deswegen mal gucken, wo wir jetzt starten. Wo er uns jetzt hin verschlagen hat. Ja, Platz 12 starten wir. Das ist besser als Platz 16. Ja. Das ist gut.
Oh, so früh geschaltet, Michel. Ich wollte gerade den Teamkollegen umschalten, hab dann da einfach mal einmal zu viel auf meine Schaltung gedrückt, so. Jetzt von Anfang an Druck machen. Von Anfang an hier versuchen, irgendwie nach vorne zu fahren. Auch wenn hier heftig gedrängelt, heftig geschoben wird. So, hier ist die Chance wahrscheinlich innen reinzugehen. Wir lehnen uns hier einfach mal an. Und das klappt auch. Jetzt mal sehr aggressiv gefahren. Aber ich denke mal, im Tourenwagensport kann man da durchaus mal ein bisschen mehr gehen. Auch hier wieder einfach rein da. Einfach reinhalten. Teamkollege ist im Moment gerade auf Platz 2. Wir sehen ihn da vorne. Der pusht auch. Es geht nach vorne. Die Raven West ist auch von hinten gestartet. Kommt nicht ganz so gut nach vorne wie wir gerade. Sebastian Hansen vom Oakley Team. Die halten hier gerade so ein bisschen den Verkehr auf, habe ich das Gefühl. Und der Teamkollege führt. Er geht in diesem Moment vorbei am Oakley. Das sieht wieder gut aus. Das ist wieder diese typische umgedrehte Rangfolge, in der wir uns mit dem Teamkollegen zusammen relativ gut durcharbeiten können. Hier riecht es nach Sieg, Leute. Wenn wir hier so weiterfahren, dann wird das ganz, ganz vorne landen. Ja, man kann den Fokus tatsächlich ein bisschen in den Drift bringen. Wenn ihn so ein bisschen nach vorne schiebt, ein bisschen reinwirft in die Kurve, dann driftet er ganz gut. Ja, das ist noch genug Zeit. Den nächsten Oakley im Sack. Jetzt drei Fokus an der Spitze. Innen geschlossen, eingeschlossen wir. Kicker und zweimal Razor. Er hat einen schönen Sound. Er klingt wie so ein kleines World Rally Car. Wie auch schon mal erwähnt in einer der letzten Folgen, ist ja auch sozusagen der gleiche Motor. 1,6 Liter Motor. So, der Kicker-Fokus, der macht noch ein bisschen das Bild kaputt gerade. Oh, da kommen wir zu weit raus, da kommen wir zu weit raus. Wieder ein bisschen Boden verloren. Hinter uns noch ein, was ist denn das? Ein Honda von Aaron O'Sullivan. So, der Teamkollege macht ganz gut Dampf da vorne. Also der hat jetzt ein bisschen Blut geleckt. Stellen ihn mal auf ausgeglichen. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Staub gesehen. Ja, wenn auch hier in der Touring-Klasse später noch mit größeren Kalibern fahren. Hier gibt es nochmal auf jeden Fall den Mini-Cup. In der nächsten Folge dann. So, jetzt sind wir dran. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ja, da wollte ich, da war schon zu spät. Da war die Kurve dann schon, aber ich werde jetzt keine Rückblende ziehen. Ich habe mal die Seite gewechselt, die Linie gewechselt und das hat dann aber nicht so richtig geklappt. In diesem Rennen sagt er immer, ne? Kann das sein? In diesem Rennen die schnellste Runde? Muss er nicht Runde sagen? In diesem Umlauf oder in dieser Runde die schnellste Rennrunde? Jetzt hat mein Teamkollege gerade mal den Platz verloren, einen Kicker-Fokus da vorne. Jetzt ist die letzte Runde, jetzt heißt es nochmal angreifen. Mensch, Diego, lass mich vorbei. Wir müssen hier mal gucken, dass wir den Kicker da vorne noch einholen. Da, der schickt sich an, der Kurt Wittenstein da vorne das Rennen zu machen. Das können wir doch nicht zulassen. Dranbleiben, dranbleiben. Pushen, pushen, pushen. Windschatten sich holen. Letzte Runde, letzter Sektor gleich. Geht's hier runter von der Indie-Strecke auf die GP-Variante. So, vielleicht in der Kurve ein bisschen ran arbeiten wieder. Da kommt er immer ein bisschen ans Schlingern. Da sind wir auf jeden Fall schneller. Die Pace ist von uns wesentlich besser, aber wir haben bisher noch nicht den Moment gefunden, den Kurt da vorne zu überholen. Kurt Wittenstein. So, Rechtsknick. Früh aufs Gas. Strecke ausnutzen. Auch hier vierter Gang reicht da aus. Ein bisschen sich reinschieben in die Kurve. Oh, der ist nicht nah genug dran. Wir können da nicht angreifen. Das wird wahrscheinlich kein erster Platz werden. Leider, leider. Ne, das läuft nicht mehr. Und unser Teamkollege hat sich ja auch völlig nach hinten nochmal werfen lassen. Schade. Hier war fast ein Doppelsieg drin. Du hast einen Event-Rivalen geschlagen. Ja. Gut. Ja, wir sind auf Kurs mit dem Teamziel. Es war ja gerade mal das erste Event. Wir haben hier richtig gute Punkte gesammelt. Wenn man jetzt sieht, Platz 2 in der Punktewertung, Nathan McCain vor uns nur. Und Teamwertung im Moment Platz 4. Mit Tendenz nach oben auf jeden Fall.
Und diesmal geht es dann weiter mit dem Mini-Event. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Und dann sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch noch oben da. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.